Herzlich willkommen zu einem neuen Kraftwerk. Zu Beginn eines neuen Jahres fragen mich immer wieder Menschen: Pastor, was siehst du im neuen Jahr auf uns zukommen? Und ich habe so eine Standardantwort, die ich aus Jakobus 1, Vers 17 beziehe. Dort heißt es: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Keine Veränderung. Da steht dieses großartige griechische Wort Parallaxis. Und wer das Wort mal googelt, der entdeckt, es bedeutet eine scheinbare Veränderung der Position eines Objekts durch verschiedene Positionen des Beobachters. Das heißt, wenn der Beobachter aus unterschiedlichen Punkten und Positionen dieses Objekt anguckt, dann scheint es sich zu ändern. Aber das ist nur eine optische Täuschung. In Wirklichkeit bleibt es unveränderlich am selben Punkt. Und das liebe ich, unser Gott. Halleluja, er bleibt immer derselbe, unveränderlich. Ganz egal, wie du deine Position änderst und es dir irgendwie erscheint, als wenn Gott irgendwie anders sein könnte. Nein, er war gestern derselbe, er ist heute derselbe und er ist derselbe in alle Ewigkeit. War Gott gestern gut, ist er heute gut und er ist in alle Ewigkeit gut. War er gestern der Heiler, ist er heute der Heiler und er heilt immer noch, bis wir irgendwann bei ihm zu Hause sind. Halleluja. Er ist unveränderlich. Und dann kommt hier noch ein Bild, das wir aus der Sonnenuhr kennen. Hier heißt es: Es gibt bei ihm keinen Wechsel des Schattens. Und es gibt nur eine Position: Wenn die Sonne im Zenit steht, auf ihrem höchsten Punkt, dann wirft sie keinen Schatten. Und das ist so großartig. Die Bibel sagt, bei Gott gibt es diesen Schatten nicht. Das heißt, er ist immer auf dem Höhepunkt. Er ist immer auf dem Höhepunkt seiner Willigkeit, uns mit seiner Liebe zu beschenken, uns mit seiner Gnade zu retten, uns mit seinem Heiligen Geist zu füllen, uns mit seiner Kraft durchzutragen. Ihr lieben Freunde, das hat sich 2023 nicht geändert und das wird sich auch 2024 nicht ändern und auch nicht 2025 und wie viele Jahre Gott uns auch immer geben wird. Preis dem Herrn. Alle Gaben, die wir aus der Natur oder auch durch unsere Hände Arbeit bekommen, sie sind gut. Aber die Gaben, die Gott uns schenkt, die uns in der Erlösung von Jesus dargereicht werden, die sind perfekt und vollkommen, weil wir einem vollkommenen guten Gott dienen. Und menschliche Worte können die Vollkommenheit Jesu immer nur sehr, sehr, sehr begrenzt und schwach beschreiben. Aber ich möchte, dass du dir das klar machst. 2024 wird dieser Gott an deiner Seite stehen. Er ist atemberaubend, allmächtig, aber freundlich. Er ist unendlich klug und unglaublich demütig. Er ist vollkommen, perfekt. Ewigkeit ist in ihm und Herrlichkeit umgibt ihn. Er ist grenzenlose Liebe, ewig währende Freude und der Friedefürst. Er ist Gott und Mensch zugleich. Eigenschaften, die unsere Vorstellung völlig übersteigen. Er ist der, der vor Zeiten war, der ist und immer sein wird. Er ist der ewige Ich Bin. Ich bin alles, was du brauchst, auch in diesem Jahr. Er setzt alle Gesetze von Raum und Zeit außer Kraft, wenn es nötig ist. Er war so anziehend und so freundlich, dass die Kinder ihn liebten und ihm vertrauten. Sünder ließen bei ihm gerne ihre Schuld los. Geschäftsleute brachten ihre Betrügereien in Ordnung. Reiche unterstützten seinen Dienst. Menschenmassen hörten ihm stundenlang zu und genossen den offenen Himmel. Er tat das Unmögliche und er tut es auch für dich. 2024. Ein Fisch brachte ihm im Maul das Steuergeld. Stürme gehorchten seinen Befehlen. Seine Spucke heilte Blinde. Seine Berührung vertrieb den Aussatz. Er lief auf dem Wasser und er ging
durch die Wand. Er holte Tote zurück ins Leben, Dämonen flohen vor ihm, er verwandelte Wasser in Wein und wenig Brot in Nahrung für Tausende. Feuer geht von ihm aus und verzehrt seine Feinde. Als er starb, verlor die Sonne ihr Licht und die Erde wurde erschüttert. Der Tod konnte ihn nicht halten und seine Auferstehung sprengte die Gefängnisse der Hölle. Engel lobpreisen ihn, Könige werfen in der Krone vor seinen Füßen nieder. Er, der alle Dinge schuf, er hat die Kraft, auch mit einem einzigen Wort jede Situation, jeden Umstand zu verändern. Auch im Jahr 2024 hält er die ganze Welt in seiner Hand und auch dich und mich. Du lebst in direkter Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Und das Beste daran ist, er ist dein Freund. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass Sie unseren Furchtlöscher-Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.